Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vor ziemlich genau einem Jahr hatten wir eine Aktuelle Stunde zu einem ähnlichen, um nicht zu sagen zum gleichen Thema. Es ist auch schon darauf hingewiesen, dass es eine gewisse Ähnlichkeit der damals gehaltenen Redebeiträge zu den heutigen Redebeiträgen gibt. Und ich habe dazugelernt, dass der Kollege Michael Müller damals die Rede von Olaf Greinz gehalten hat. Das ist zumindest ein Erkenntnisgewinn, den ich aus der heutigen Debatte gewonnen habe. Ich will deshalb aus gegebenem Anlass auch noch mal aus meiner damaligen Rede zitieren. Ich habe damals nämlich gesagt, wir haben kein Erkenntnisdefizit, wir haben kein Defizit an guten Konzeptionen, die auf dem Papier stehen. Wir haben ein Finanzierungsdefizit, ein Umsetzungsdefizit und ein Kontrolldefizit, wie in vielen anderen Bereichen auch. Und das muss sich ändern, habe ich gesagt. Und auch das stimmt heute noch, weil es hat sich an all diesen Punkten, die ich damals festgestellt habe, nichts geändert. Wir haben in der Tat, und das heftet sich die Koalition an die Brust, eine erfreuliche Zunahme des Fahrradverkehrs. Gut, das gehört zum Geschäft einer Regierung, dass sie sagt, alles, was an positiven Entwicklungen in der Stadt ist, das haben wir gemacht. So, sei es euch gegönnt. Aber das Problem, das eigentliche Problem ist, dass das, was die öffentliche Hand leisten müsste, nämlich die notwendige Infrastruktur, die notwendigen Investitionen, damit dieser Zuwachs auch bewältigt werden kann und auch weiteres Optimierungspotenzial da ist, genau das geschieht nicht, sondern es bleibt weit hinter den Erfordernissen zurück. Wir haben überlastete Fahrradwege, wir haben mittlerweile Staus auf den Fahrradstreifen, eine unmögliche Situation teilweise, wenn man sich das anguckt, auf den Fahrradwegen sind völlig überlastet zu den Hauptverkehrszeiten, wo Leute zur Arbeit oder zum Studium mit dem Fahrrad fahren. Und insofern sage ich, wer es ernst nimmt, dass der Fahrradverkehr ein wesentlicher Verkehrsträger im städtischen Verkehr und für die Gewährleistung städtischer Mobilität sein muss, der muss mehr tun für die Infrastruktur, meine Damen und Herren. Und da bleibt der Senat weit hinter den Anforderungen zurück. Und wir haben einerseits zu wenig Mittel gegenüber den Anforderungen. Gleichzeitig ist es aber auch so, das wissen alle, auch wenn wir noch mehr Mittel in den Haushalt reinschreiben würden, würden sie nicht verbaut werden, weil wir zu wenig Personal haben, das das Zeug plant und die Umsetzung gewährleisten kann. Und deshalb werden gegenwärtig auch die zu geringen Mittel nicht zu 100% verausgabt. Ich sage, an dieser Stelle muss sich was ändern. Weil das ist ein Grundproblem, das wir in Land Berlin haben, dass wir in vielen Bereichen in der Verkehrsinfrastruktur und insgesamt in der städtischen Infrastruktur einen Investitionsrückstand haben aufgrund der Finanzlage in der Vergangenheit und dass wir den dringend bewältigen müssen und dass dafür das notwendige Personal, um das zu bewältigen, um das zu planen, um die Entwicklung zu gewährleisten, nicht vorhanden ist. Und das drückt sich auch im Bereich der Fahrradinfrastruktur aus. Und ich sage, das muss dringend angepackt werden. Aber auch da, wo was getan wird, ist es unzureichend. Es gibt neue Fahrradstreifen, richtig, zu wenige. Häufig ist es aber so, dass diese Fahrradstreifen an der Kreuzung im Nichts enden oder dass sogar umgeleitet wird wieder auf die Bürgersteige und damit das, was eigentlich der Sinn dieser Fahrradstreifen ist, nämlich die Risikostelle beim Abbiegeverkehr an den Kreuzungen zu überwinden, dass genau dieses wieder, der Fahrradverkehr genau wieder in diese Gefahrstelle geleitet wird. Ich sage, das muss geändert werden, da muss eine ganz klare Konzeption sein. Und da muss man natürlich dann auch in den Konflikt gehen mit dem Autoverkehr. Es ist nicht einfach so, dass man sagen kann, es gibt kein Gegeneinander, sondern es gibt reale Konflikte zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern. Und diese Konflikte müssen gelöst werden. Und da muss man auch Prioritäten setzen. Und die müssen sich dann auch im Kreuzungsbereich
ausdrücken und auch in der Breite der Fahrradstreifen muss ich das ausdrücken, meine Damen und Herren. Das zweite große Thema, wo wir ein Defizit haben, ist das Kontrolldefizit. Sehr wunderbar, wenn wir Fahrradstreifen haben, aber wenn sie hauptsächlich zu bestimmten Zeiten als Parkplatz genutzt werden und die Fahrradfahrer gezwungen sind, entweder wieder auf die Fahrbahn auszuweichen, die für die von den Autofahrern genutzt wird, oder auf den Bürgersteig auszuweichen, sage ich, ist das eine weitere Gefahrenstelle und eine unfallträchtige Stelle. Und da sage ich, muss dringend die Kontrolldichte, beziehungsweise gegenwärtig findet ja überhaupt keine Kontrolle statt, müssen endlich Kontrollen stattfinden und müssen Sanktionen stattfinden, damit den Autofahrern bewusst wird, dass der Fahrradstreifen keine freie Parkfläche ist, sondern dass es der Weg ist, auf dem die Fahrradfahrer sich bewegen müssen und der Mobilität vorgehalten werden muss. Und da muss man die Autofahrer auch mal dahin erziehen, dass sie dann gefälligst auf dem Fahrstreifen parken und nicht auf dem für die Fahrradfahrer reservierten Wege, meine Damen und Herren. Zum Thema Verkehrsschule, das ist ja angesprochen worden, sowohl von Herrn Kreis und von Herrn Frederici, sage ich, da müssen wir uns auch mal kümmern um die Situation der Jugendverkehrsschulen in den Bezirken. Ja, da ist es nämlich die Situation gegenwärtig die, dass die überwiegend über Arbeitsmarktmittel finanziert sind. Ich sage, wenn man das wirklich ernst nimmt und sagt, das ist ein wesentlicher Beitrag zur Verkehrssicherheit innerhalb dieser Stadt und zur Verkehrserziehung, dann muss man dafür sorgen, dass die Jugendverkehrsschulen auch personell sicher ausgestattet sind und finanziert werden, meine Damen und Herren. Und wenn wir reden über Fahrradinfrastruktur und auch Sicherheit für Fußgänger, dann finde ich, muss man sich auch überlegen, ob das, was wir an einigen Kreuzungen mittlerweile in Berlin haben, als Versuch, nämlich dass beim Abbiegerverkehr für den Ampeln dann auch noch Blinkschaltungen bei Rot oder bei Gelb gemacht werden, um darauf aufmerksam zu machen, dass hier Konflikte sind oder versetzte Ampelphasen, dass man erst mal den Fahrrad- und den Fußgängerverkehr über die Kreuzung gehen lässt und dann erst Grün gibt für den Autoverkehr. Das gehört zu einer sinnvollen Infrastruktur und das setzt allerdings voraus, dass man bereit ist, auch den Konflikt auszuhalten, den man mit dem motorisierten Individualverkehr an dieser Stelle hat, weil der Raum für den motorisierten Individualverkehr wird zurückgedrängt durch derartige Vorrangschaltung und durch die Ausweitung der Flächen für Fahrradverkehr und für Fußgänger. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen eine klare Priorität für den Umweltverbund. Und da sage ich noch mal, weil Herr Kreinzi es angesprochen habe, die Unfallkommission. Ich habe mir das noch mal angeguckt. Die Unfallkommission hat in den letzten 9 Jahren 500, ich sage jetzt mal, gefährliche Orte identifiziert. In diesen 9 Jahren sind 90 Maßnahmen ergriffen worden und zu Ende gebracht worden und 23 Maßnahmen teilweise umgesetzt. Das sind pro Jahr weniger als 15 Maßnahmen, bezogen auf 500 Unfallschwerpunkte. Da sage ich, das ist eindeutig zu wenig. Und ich finde, da müssen wir mal intensiv darüber diskutieren, woran das liegt, dass wir hier eine so langsame Bearbeitung haben. 500 Unfallschwerpunkte, 15 Bearbeitungen pro Jahr. Wie bitte? So. Nein. Natürlich hat Unfall auch was mit Verhalten der Verkehrsteilnehmer zu tun. Aber die Unfallkommission identifiziert ja Unfallschwerpunkte. Und Sie können mir nicht sagen, dass Unfallschwerpunkte dadurch entstehen, dass an bestimmten Punkten sich besonders Verkehrsteilnehmer besonders unvernünftig benehmen, sondern das liegt ganz wesentlich auch daran, dass dann auch die Infrastruktur nicht stimmt, dass es um bauliche Maßnahmen, dass es um Vorrangschaltung etc. gehen muss. Nochmal letzter Punkt, ich habe es schon mal kurz angesprochen, weil sowohl der Kollege Frederici als auch der Kollege Kreins haben gesagt, sie wollen kein Gegeneinander der verschiedenen Verkehrsträger und Verkehrsmittel. Ich sage, wir brauchen eine klare politische Priorität für den Umweltverbund aus Fußgängerverkehr, Fahrradverkehr und dem öffentlichen Personennahverkehr. Das muss die Priorität sein. Und das heißt auch, Konflikte auszustehen. Und das heißt, den motorisierten Individualverkehr
zurückzudrängen, indem man die Infrastruktur und das Verkehrsangebot im Umweltverbund verbessert und damit entsprechend attraktiv macht. Das ist das, was wir wollen. Und das heißt aber auch, Konflikte im Verkehrssystem auszuhalten und auch durchzustehen, meine Damen und Herren. Und ich glaube, das fehlt noch, sowohl bei der Verkehrslenkung, in der Verkehrsplanung und in der Investitionspolitik. Das wollen wir, dass das umgesetzt wird in Zukunft.